Wir leiten Konzerne. Wir fliegen ins All. Wir führen Kriege und retten die Welt. Wir sind schließlich emanzipierte Frauen. Vor allem lieben wir heute, wen wir wollen. Nur nicht uns selbst. Hebt Rebecca Erkan in ihrem Artikel zum Thema Schönheitsideale von Frauen hervor. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Вероника Червинский, мне 18 лет, и я живу и учусь в Вене. Ich glaube, jeder von uns, unabhängig von Alter oder Geschlecht, kennt diese Situation. Ich stehe vorm Spiegel und betrachte mich von allen möglichen Winkeln. И задаю себе один и тот же вопрос. Почему мне все время что-то в себе не нравится? Почему я сомневаюсь в себе? Ведь я же стараюсь достичь этих идеалов красоты, а чувствую себя в конце концов просто ужасно, потому что я не выгляжу как модель в Инстаграме, которой я только что же поставила с огромной завистью лайк. Auf den ersten Blick scheint vieles unverständlich. Aber sehen wir zusammen das Bild mal als Ganzes an und blicken in die Hintergründe. Es ist nämlich schon lange kein Geheimnis mehr, dass diese vermeintlich perfekten Influencerinnen, Models, Bloggerinnen auf Photoshop, Filter oder sogar plastische Chirurgien zurückgreifen, um dieses Schönheitsideal zu verkörpern, dem wir ja alle entsprechen sollen. И мы начинаем думать. Мне, в принципе, только стоит поправить чуть-чуть нос и купить себе ресницы. Ну, может быть, подколоть еще ботоксом губку, и мое лицо будет выглядеть идеально. Ой, и грудь еще надо чуть вставить, чтобы красивее выглядеть. Вот точно буду красавицей. Was? Bis zum Sommer sind es nur noch 8 Wochen, а у меня этот ужасный целлюлит на ногах и жир на животе. Wie heißt diese Diät nochmal, die sie macht? Dieses Jahr werde ich eindeutig meinen Traumkörper erreichen. Die Laura hat ja jetzt schon wieder ihren tollen Sommerbody gepostet. Da muss ich einfach mithalten können. Und man scrollt und liked und bewertet und vergleicht sich ununterbrochen mit anderen. Мы начинаем голодать или экстремально заниматься спортом. Или в конце концов от бессилия вообще ничего не предпринимать, зная, что так или так не добьемся таких результатов, как у других. Zu guter Letzt reagieren wir auch noch mit einem retuschierten Bild von dem vermeintlichen uns selbst und setzen somit andere Frauen unter Druck. Und während das bearbeitete Bild an Gefällt mir sammelt, was uns zugegeben einen kurzfristigen Push unseres Selbstwertgefühls verleiht, die Realität bleibt unverändert. Wir fühlen uns weiterhin frustriert und unzufrieden mit uns selbst. Es ist ein Teufelskreis. 72% всех женщин ощущают давление со стороны массовой информации. 86% хотя бы раз отменили встречу, потому что чувствовали себя некомфортно в своем теле. А 91% уже отказывались от пищи, потому что были недовольны. Это данные, опубликованные в Global Beauty Confidence Report 2016 года. Und die Zahlen steigen. Jahrelang hat die Gesellschaft Frauen eingeredet, dass sie schön sein müssen, als wäre es das Wichtigste, was sie sein könnten. Das wird im Dokumentarfilm Embrace erwähnt. В погоне за красотой и молодостью, тратя на это колоссальные средства и в конечном итоге пребывая в постоянном стрессе, мы теряем самих себя, нашу неповторимую, уникальную личность. Со всеми достоинствами и недостатками. Мы теряем наше ценное время и перестаем радоваться жизни. Но это не совпадение. Нами манипулируют. 532,43 Billionen US-Dollar. Das ist laut Reuters.com der im Jahr 2017 geschätzte Wert des globalen Marktes für allein nur Kosmetikprodukte.
532,43 Billionen, das müssen Sie sich vorstellen. Dafür könnte umgerechnet der ganze afrikanische Kontinent 86 Jahre lang leben und Österreich sogar 1000 Jahre lang. Und die Strategie dahinter ist gar nicht so unbekannt. Zuerst wird nämlich durch Aufdringen von surrealen Lebens- und Schönheitsstandards unser Selbstwertgefühl gesenkt und dann liefern uns Unternehmen zufällig die Lösung, die wir brauchen. Und wir glauben daran. Wir nehmen die Dienstleistungen und Produkte in Anspruch und versuchen mit allen Mitteln diese vorgelegten Ziele zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz stehen wir nächsten Morgen vor ein und demselben Spiegel, betrachten uns aus allen möglichen Winkeln und stellen uns ein und dieselbe Frage. Warum fühle ich mich nicht schön? Красивым быть не значит им родиться, ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться? Омар Хайям. Meine Mutter erzählte mir mal eine ganz einfache Geschichte von einem kleinen Veilchen, das in Gottes Garten aufwuchs. Und es war die ganze Zeit unzufrieden mit sich selbst, weil es nicht so aussah wie die Rose, die jeder so bewunderte. Und das ging so lange weiter, bis der Herr nicht selbst zum Veilchen kam und ihm sagte, was für einen unglaublichen Wert und einen eigenen Zweck er in diesem Garten hatte, unvergleichbar mit anderen. Und dass der Herr sich so, das Veilchen so sehr liebte, wie es sei. Эта история показала мне, что мы все разные. Несовершенный, но каждый красив по-своему, и внешняя красота – ничто по сравнению с внутренней. На первый взгляд многие вещи кажутся непонятными, но вполне объяснимыми. Jede und jeder einzelne von uns ist einzigartig, unvergleichbar und von innen und außen wunderschön. Und sobald wir das begreifen, wachen wir vielleicht eines Tages in einer Welt auf, in der Spiegelbilder, vergnügte Gesichter statt vergängliche Masken reflektieren. Danke. Danke, Veronika.